So. Hackenbuch. Es ist Abend. It's Sungazing Time. Sungazen heißt, wir schauen uns in der Sonne gesund, heilen unsere Zellen, unsere Zellkerne durch, schauen in das Sonnenlicht. Und ich habe da jetzt schon mal so einen Gazing Brother mitgebracht. Und der sitzt jetzt so gleich neben mir. Yeah! Das ist der Stefan. Beschäftigt sich schon eine ganze Weile mit Sungazen und so. Und ja, den wollte ich jetzt einfach mal fragen. Moment einmal, das ist jetzt natürlich mit dem Haxen alles ein wenig komisch, weil es ziemlich lärmt. Aber jetzt auch. Ja, Stefan, erzähl mal was über Sungazen. Ja, erzähl was über Sungazen. Ich mache das noch nicht allzu lange, also schon Zeitraum. Ich habe mich mal nicht an die 10 Sekunden gehalten, sondern habe selber nach Gespür das Ganze angewendet und mal intensiver, mal weniger intensiver. Kommt immer so drauf an, wie das Licht steht, in welchem Winkel. Und das war nicht schlecht, da habe ich mich gesehen. Ja, und jetzt, wenn ich jetzt da so rausschaue, und dann sehe ich ja gar keine Sonne. Bringt das auch was, wenn man keine Sonne sieht? Natürlich bringt das auch was, wenn man keine Sonne sieht, weil die Wolken nicht viel von den Strahlen filtern. Also es kommt genauso durch die Wolken durch, nicht so intensiv. Aber man nimmt auf jeden Fall was auf. Okay. Und wie bist du da drauf gekommen? Hast du da irgendwo so Internetseiten gefunden? Oder wie geist sich das denn so? Wie geist sich denn so? Ich bin über jemanden drauf gestoßen, der das schon längere Zeit macht. Ich glaube 3 Jahre und ist bei 45 Minuten. Und dann eben selber durch einfach recherchieren und dann natürlich ausprobieren, weil man kann nicht urteilen, ohne etwas probiert zu haben. Und somit bilde ich mir meine eigene Meinung und für mich ist es ein gutes Gefühl und es wäre toll, wenn es mehr Menschen ausprobieren würden. Denn ich denke einfach, dass nichts anderes einen wirklich geistig befreien kann. Was dringt vor? Ich kann mir kein Loch ins Hirn bohren, sondern definitiv kommen die Sonnenstrahlen und was es alles mitbringt mit dem Licht durch das Auge ins Dritte. Okay. Das ist so dieses Gefühl, was ich habe dabei. Ja, wir haben ja noch so einen Geistbruder da, das ist der Martin. Hallo. Hallo, grüß dich Martin. Du bist ja auch so ein Sonnenanbeter, oder wie nennt man die Teile? Sitzt dich doch einmal zu uns. Naja. Oder jetzt dann Light Watchers. Light Watchers, ja. Ganz was kurz gefunden. Okay. Happy Gazing. Yeah. Happy Gazer. Okay. Ja, aber ich meine, verrückt ist das ja schon, oder? Also, ich meine, die erzählen uns die ganze Zeit, wir sollen selbst bei einer Sonnenfinsternis nicht hinschauen, weil sie sonst die Netzhaut ablöst und ihr schaut da stundenlang oder minutenlang oder eine Viertelstunde, eine halbe Stunde in die knalle Sonne, in der Früh auf Nacht und zwischendrin, wenn es euch auch gerade passt, seid ihr jetzt noch nicht blind. Nein, im Gegenteil, also ich bin Brillenträger, hab zwar nicht viel Dioptrien, aber doch ein paar. Und habe meine Brillen schon seit einigen Wochen nicht mehr auf, weil man denkt, dass das Auge heilt durch das Sungazen. Da bin ich gerade am Versuch. Ich bilde mir ein, das Auge wird schon besser oder die Augen werden schon besser. Stefan ist normal auch Brillenträger, ja, er hat es beim Sungazen auch nicht auf. Und er läuft auch untertags manchmal ohne Brille herum. Vermehrt, ja. Also ich habe anfangs links 3,75 Sehschwäche gehabt und rechts 3,25 und jetzt habe ich meine älteste Brille auf. Da habe ich nur noch links 1,75, rechts 1,25. Also es muss auf jeden Fall in den letzten Monaten etwas passiert sein, was ich auf jeden Fall nicht der Brille zuschreibe, sondern irgendetwas anderem. Dass man natürlich uns erzählt, dass das schädlich ist. Man will Sonnenbrillen verkaufen und natürlich will man uns zum Optiker führen und zum Augenarzt. Das wäre ja natürlich seltsam, wenn auf einmal alle
in der Sonne stehen würden und sich selbst heilen würden, dann würde man ja das alles nicht mehr brauchen, was wir uns so in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten wir uns erschaffen haben. Da fällt mir viel mehr nämlich. Und zwar Stadt der Engel, falls ihr den kennt. Ja, da werden die Engel zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang an den Strand gebeten oder da gingen die halt einfach hin, diese Engel, und stehen dann dort. Ziemlich offen so. Sie hören eine gewisse Musik einfach, die da irgendwie göttlich reinkommt und die dann sind gewesen, ja. Und das sieht man in dem Film, wie gesagt. Ja. Okay. Also sie zeigen es uns eh teilweise vor, ja. Ja, und auch in diversen Schriften ja lesen, dass man Licht auf sich hat. Und zum Vater aufschauen ist nichts anderes, was die Kirche in ihren Worten hat. Sie haben es ein bisschen in andere Worte ausgedrückt, aber definitiv hat das Licht etwas Außerordentliches und ich würde es jedem empfehlen, einfach auszuprobieren. Kann ja nichts schief gehen, außer man gibt oder man investiert ein bisschen Zeit. Man tut sich jeden Tag abends stundenlang mit dem Fernseher beschäftigen und ich glaube dann wäre das eigentlich keine Zeitverschwendung, wenn man dann vielleicht vom Fernseher zur gewissen Uhrzeit aufsteht und beginnt einfach mal ein bisschen in die Sonne zu sehen. Der Niki ist da oben, ja, am Baum. Ja, das ist der muss auch mit Gelsen. Der macht das in einer etwas höheren Etage. Nicht, dass er länger schauen kann. Ja, und in Kombination dazu natürlich stehen ja da diese drei Schalen. Ja, genau. Das kann man natürlich super verbinden, indem man zuerst Sang gießt und dann Agnihotri macht. Beziehungsweise in der Früh zuerst Agnihotri und dann Sang gießen. Ne? Okay. Ja, dazu werde ich jetzt dann gleich nur ein Neuer machen. Ja, also ich sage mal danke und dann gießen wir mal miteinander in the Sun, we brothers of Sun. Weitere